Willkommen zurück zu Portal 2 mit Livestream. Ja, jetzt der 29. Diesmal habe ich dran gedacht, ihn zu machen. Ich habe heute auch ein bisschen weniger zu tun als vor Weihnachten am 4. Advent. Und hier bin ich das letzte Mal ja arg gescheitert. Sehr arg. Und ich habe jetzt einen Tipp bekommen, den ich... Inventar geht mit Alt 4, schreibt Seltsamuel gerade im Twitch-Chat. Und nein, ich werde nicht ins Inventar gehen. Und zwar der Tipp ist, dass ich versuche, hier auf diese Plattform zu landen. Also von hier runter zu hüppen. Und wenn das funktioniert, dann danke, Karana. So, versuchen wir das mal. Ah, das sieht gut aus. Yes. Das sieht gut aus. Das ist der Grund, weswegen ich gerne mit Leuten im Livestream spiele, beziehungsweise mit Leuten spiele, die im Livestream zuschauen oder irgendwie, weil ich manchmal einfach zu blind bin, solche Dinge zu sehen. Hier haben wir ein Portal, das ist da nicht ohne Grund. Wir sind immer noch auf dem Weg. Es bedeutet, du verbrauchst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roter BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir es an. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg in diesen Aufzeichnungen der Vergangenheit entlang durch die alten Testräume. Und wir suchen den Ausgang und dafür müssen wir durch die alten Testräume halt durchlaufen. Und das hier, da erinnere ich mich an den Koop, da haben Lilly und ich beim Koop so dran gefailt, bis wir herausgefunden haben, dass das Glas ist hier, was wir kaputt schlagen können. Dafür brauchen wir aber den Kubus. Und zwar muss ich dafür den Kubus, das weiß ich schon, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das genauso ist wie im Livestream. Im Livestream sei schon im Koop, dass ich den dafür glitchy machen muss. So, jetzt glitscht er halt da so ein bisschen rum und macht die Scheiben kaputt. So, jetzt muss ich den Kubus nur fangen. Ey, bleib mal stehen. Bleib stehen. So, dankeschön. Bin kein lahmes Kanickel ohne Kaffee. So, kann man auch wieder sauber machen hier. Dieser Mensch schreibt, ich bin lahmes Kanickel. Warum kann ich da die gleiche aufheben? Warum kann ich das jetzt nicht mehr? Schade. Ja. Ich kann aber nicht zuschlagen damit. Das ist sehr interessant. Schade. Gut, wozu haben wir den jetzt? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Oh, ist das intelligent gewesen. Eppa, so. Wir haben dort einen Schalter, den wir ja kurz mal mit dem U-Bus eigentlich betätigen können, fällt mir auf. Zack. Da geht also ein Fahrstuhl hoch. Yeah. Haben wir dort noch eine Plattform? Ich weiß nicht, ob wir... Ich glaube, ich brauche die ganzen Plattformen hier gar nicht. Doch, ich brauche sie, um... Ich muss... genügend Schwung bekommen. Genau, und da muss ich hier... Ich muss ja jetzt irgendwie dort drauf. Vielleicht könnte ich da auch einfach drauf springen. Ich voll Depp. Und zwar, indem ich hier lustigen Glibber dorthin lege. Nein, nicht berühren. Glibber ist giftig. So. Ja. Jetzt kann ich hier drauf springen. Jetzt bin ich aber hier oben und der Kubus muss wieder weg. Also legen wir dort hinten und dort, damit er wieder wegspringt. Sofern ich genau treffe. So. Ha! Warum, sondern um das warum nicht? Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Ey, nichts gegen Hasen. Das Subjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du. Sachen packen. Durch die Tür. Rein ins Auto. Gute Fahrt. Der Kubus randaliert unten noch ein bisschen. Der hat was gegen Hasen gesagt. Ich mag dich nicht mehr, Cave Johnson. Alter, ist der Kubus aggro.
Dieser Kubus symbolisiert meinen Zorn gegen solchen Sprüche, gegen so. Ja, dass du die magst, Seltsamuel, das ist mir klar. Seltsamuel ist nämlich jemand, der mich die ganze Zeit bei Legend of Grimrock immer disst. Deswegen mag der sowas. Dieser Zorn dieses Kubus gilt auch dir, Seltsamuel. Sieh den Zorn dieses Kubus an und fürchte dich vor der Macht der Kaninchen. Wir können genauso hopsen und tödlich umherspringen und alles zerstören, was uns in den Weg kommt. Okay, genug Tödlichkeit angeguckt. Abwärts! Aufwärts? Irgendwo wärts. Aufwärts. In den nächsten Abschnitt. Flauschiges Kaninchen. Und ja, unser Fell ist sehr flauschig. Glückwunsch. Das? Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Oh, wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte ich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Bin ich also durch? Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Schon wieder Carolyn. Bin ich jetzt durch? Da hinten ist auch noch was. Kann ich da hin? Da kann ich hin. Möchte ich dorthin? Möchte ich dorthin? Und es ist ein Exit. Exit ist gut. Exit ist erstrebenswert. Ja, Seltsamuel hat einen Kater, der im Weg ist und deswegen kann er nicht richtig tippen. Ja, süßer Kater. Das ist Cave Johnson! Der Erfinder und Besitzer und überhaupt. Hey! Du hast in die Tür zugenagelt! Hey! Hallo! Hier rau. Schöne Lampe. Die erinnert mich ein bisschen an. Diese Lampen erinnern mich ein bisschen an Bioshock. Bioshock 1 und 2. Aber generell ist das hier ja alles in der gleichen Zeit. So ungefähr. Ja, hier ist der Weg. Dann kann ich nach dort hinten, wo ich schon gesehen habe. So. Ich will nicht noch weitermachen. Pumpstation Beta? Alter. Das nächste Gel. Das blaue kennen wir jetzt schon, das Jumpy Jumpy Gel. Und das orangene. Wie konnte ich zoomen? So. Das lernen wir vermutlich jetzt kennen. Die Tür da hinten ist bestimmt auch zu. Samuel schreibt gerade, das ganze Setting hier ist Rapture. Das wäre so cool, wenn das im Endeffekt Rapture wäre. Wenn ich irgendwo einfach nur Versuchskaninchen für Adam bin oder so. Okay, und jetzt bin ich hier oben. Aha, I see. Dachte, I see. Ich dachte, dass ich. Dass ich dort oben dann. Dort ist ja noch einer, dass ich dann darüber fliege. Mit genügend Schwung. Ich komme ja nicht daran. Hinten ist nichts. Ich bin nicht unbewaffnet in Rapture. Ich habe eine Portalkanone. Da oben möchte ich hin. Und genau so ist der Plan, nur dass ich dann entsprechend. Geht das? Wie mache ich das?
Oh, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Irgendwie ist es wieder was ganz Offensichtliches bestimmt. Also ich kann nach dort oben. Aber von hier kann ich dort hinten diese Plattform nicht buchen. Ich muss aber hier oben sein, damit ich entsprechend genügend Fallgeschwindigkeit habe, um dann rüber zu fliegen. Denn wenn ich jetzt so mache, guck mal, was passiert. Ja, ist okay. Ist nicht das, was ich erwartet hatte, aber okay. Häng ich hier oben. Okay. Das bedeutet, ich muss mir etwas anderes denken. Hallo! Orasel 3x. Ping-Pong auf beide unten. Oh, gute Idee. Dankeschön. Das ist eine gute Idee. Und zwar muss ich hier und hier das machen. Und jetzt fliege ich halt hier entsprechend immer schön hoch und runter. Jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen erwische. Und zwar, jetzt habe ich die Seite vertauscht. Blau, glaube ich. Genau. Danke, Orasel 3x. Damit weiß ich, wer du bist. Haha, nachher war das... Der hat den Tipp gerade gegeben. Seltsamuel macht sich darüber lustig, dass das zu offensichtlich wäre. Ja, manchmal sehe ich selbst Offensichtlichkeiten nicht. Und Civilization 5, mal gucken, wie ich noch Zeit habe. Hey. Was? Ein weißes Blatt Papier, was leuchtet im Dunkeln. Oh, geil. Noch Tonbändern, beziehungsweise mit Magnetbändern. Oh, cool. Das ist alt alles. Alles mal drücken. Grundsätzlich, wenn man dann irgendwo steht, mit Schaltern und Knöpfen, keine Ahnung hat, einfach alles drücken. Alles drücken. So, hier steht Exit. Exit ist erstrebenswert. Lass mich raus. Raus sieht anders aus. Hier sollte, glaube ich, mal ein Techniker hin. Oder einen Innenarchitekt. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr, 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 Gefahr. Ja, da ist mir Portal 2 abgeschmiert. Das ist aber nicht schön. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt nicht abgeschmiert ist, die andere, die ich noch so aufnehme. Aber gleich geht's weiter. Gleich geht's weiter. Lila Zahlen, ja, lila Zahlen sind aus meinem Aufnahmeprogramm. Gucken, wo er aufgehört hat, wo er das letzte Mal gespeichert hat. Wo der letzte Autosave war. Heute stimmt irgendwas mit Steam nicht. Ja, das stimmt. Der Hinweis mit Black Mesa war wirklich ein Zaunpfahl. Zum einen über die Zeit, zum anderen, es sind natürlich Worf-Spiele. Ah, hier fahren wir. Schön. So, dann geht's mal weiter. Mal gucken, inwieweit das jetzt die Aufnahme zerstückelt hat. Den Text bitte nochmal mit Black Mesa.
Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar? Ich. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänker, auf denen wir euch eingesammelt haben. Boah. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Er schmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Manjo, ja, Black Mesa kennt man ja aus Half-Life. Und jetzt kann man rumrätseln, schreibt gerade Selsamuel, und jetzt kann man rumrätseln, ob die Teleportationstechnik von Half-Life eine geklaute Ware war von dem hier oder ob das selbst erfunden war. Okay, ich könnte in den Kontrollraum. Muss auch in den Kontrollraum. So denke ich mal. So bin ich mir ziemlich sicher. Ah, oh, das war falsch. Haben wir noch? Wir können noch nach dort. Sehe ich gerade. Gehen wir nochmal nach hier. Komm ich hier rein? Ich komme hier rein. Hey, Stuhl. Hey, Stuhl. Ja, wenn ich. Hast du mit? Hast du mit Telefon? Kommt hier überhaupt irgendwer mit? Nein, nichts irgendwas Besonderes. Ich hätte erwartet, dass ich jetzt hier irgendwie was ganz Tolles finde. Außer einen Baum. Manu. Remember, if you see an orange jumpsuit, hit the red button. Was? Was auch immer. Orange Box und so. Okay. Das hier wird sicherlich die eigentliche Absprungplattform sein, weil die ist ein Zacken höher. Hieronymo! Matsch. Damit stehen wir vom Kontrollraum. Und was uns in diesem Kontrollraum erwartet, das seht ihr. Ich trage Orange? Ich sehe nicht, ob ich Orange trage. Sehe ich gerade nicht. Wo ist der rote Knopf, wenn ich Orange trage? Das seht ihr, die die Folge jetzt über YouTube sehen, erst später. Und diejenigen, die im Livestream dabei sind, sehen das jetzt gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.